Also, das reicht aber. Das ist schon mal gut, ja. So. Da werde ich sogar schnell mal erstmal den Zucker da wegziehen. Ja, ich bin aber auch schon. Also das geht dauert bei mir 46 auch nicht so lange. Nee, bei mir auch nicht. Also ich bin gleich auch Wir durch. können hier mal einmal Gucki-Lucki machen. Siehst du, das ist nicht so viel. Was, Cookie Lucky, wo? Stream. Ja. Da bin ich auch ziemlich bald durch. Ja. Oh, noch ein Kaffee. Die ich sammle. Kein Problem. Überhaupt kein Ding. Dankeschön, Josie. Das ist noch ein Koffeinschock. Ja, nee, 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 nee. Ich muss ja noch bis mindestens 6. Letztes Mal war es sogar schon 6:30. Ui. Ja. Nein, Philipp, mach dir eine Hühnchenmod rein. Dann spawnen die andauernd. Ja, die wäre ja dann ja wieder für Manu. Die würde sich ja freuen. Hast du jetzt eigentlich schon mal rausgekriegt, was mit den freilaufenden Hühnchen? Nee, ich weiß gar nicht mehr, wie war das dann nochmal? Ich weiß Ja, heute nicht, Nacht wer hatte wieder. denn irgendjemand, ich weiß nicht, Friedhelm, warst du es oder Andreas, irgendjemand hatte was gesagt, dass es so einen schönen Stall gibt. Ich habe das gesagt, weil ich das bei Julia unter den Videos gesehen habe. Achso, war das gar nicht bei uns jemand hier? Nein, aber wir haben das beim letzten Mal hier angesprochen. Und es stand was im Stream, aber ich kann dir leider jetzt nicht sagen, Das weiß ich nicht mehr. Also ich was. weiß zum Beispiel, dass ich irgendwo gesehen habe, aber das war für LS19, einen ganz großen Freilauf für Schafe, aber wirklich richtig schön. Und auch für Schweine mit Spielzeug. Jetzt sind wir bei 50 Liter. Ich dreh durch. Ah, da fehlt nichts. Also so ein Stall mit wo die Schweinchen was zum Spielen haben, so ein Ball, eine Bürste, glaube ich. Oh, das weiß ich. Davon weiß ich nichts. Das habe ich Ich habe das. verdrängt. Das hast du nie verdrängt. Was soll ich sonst sagen? Was hast du hier verdrängt? Nein, aber das war ganz schön. Und Ich da sehe ist mich ein. schon, wenn du sowas kriegst, dass du die ganze Zeit mit den Tieren spielst und ich über die ackern muss. Ja, das ist doch auch für dich legitim. Weißt? Du fährst doch so gern über den Acker. Ich habe einen Nein, auch für. Freilauf für Hühner und alle anderen Tiere. Eine Mod? Für Schafe und Kühe habe ich heute große Weiden gebaut. Ja, aber wie kriegst du das denn dann hin, dass die da auch rumlaufen? Ich bin fertig. Kann ich Das ist abschließen? schon länger. Also normal haben die ja, sind die ja nicht freilaufend. Die laufen dort rum. Wie das auf der einen Karte ist zum Beispiel, finde ich das sehr schön. Weißt du, die Karte, die wir geguckt haben, die Andreas geschickt hatte, ist eine Mod. Ja, das ist eine Mod. Ja, genau, mit dem Wildwest. Ja, das ist so, das. Also, oder ist die das nicht? Nee, ich meinte eine andere, die der Andreas geschickt hatte. Da, wo die Hühner da, die ganz rumlaufen über Auf den dem Hof und Hof, so. Also ja. das, ja, das finde ich so klasse. Hey, Grit. Da weiß ich nicht. Hallo Grit. Ja, ich lese Chat. Ja. Wie gut, dass keiner was sieht, was du tust. Aber das können wir ändern. Ich habe ein Problem. Ja, witzig. Mann. Das ist nicht lustig. Nein. Was tust du? Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Ja, ich Ja. sehe, ich sehe. Ja, 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 ja. ja, Weiter, weiter, weiter. ja. Ja, Jawohl. weiter. Ja, geschafft. Sehr schön. So. Man sollte einfach nicht lesen. Man sollte es nicht machen.
Es gibt Mods, die haben keinen richtigen Stall, sondern eine große Fläche zum Freilaufen. Dann baust du dort einen Weidezaun und einen Stall fürs Auge fertig. Wie? Ja, lesen im Chat. Ja, lesen! Nee, ist klar. Das ist ja schon wieder beim Bürgersteig. Mann, kann ich lesen und gleichzeitig, vor allen Dingen nicht, wenn es mehr als ein Satz ist. So. Ach ja, ist ja unser, genau. Ja, es reicht nicht, schade. Hätte ja sein können. Nee, Kürzung. Ach, da ist ja gar keine Abkürzung, oder? Nein. Doch! So. Das ist schade, dass die eine nicht reicht und ich drei nehmen muss. Drei was? Düsen. Huch, jetzt habe ich Schatt gelesen, siehst du? Aber wie gut, dass ich drei Düsen habe. Das werden wir erstmal schnell gucken, was mit dem Zug passt. Hey, warte mal, heb mal hoch hier. Was soll denn bitte? Ja. Ja, das ist eine gute Idee. Allerdings LS90, das hilft nicht. Ach so. Aber sollte LS22 auch gehen? Guck mal, ich kann Chat lesen und geradeaus fahren. Ja, ja. Da steht auch, Manu ist mit Standardfunktionen, was Standardfahrkünsten unterwegs. Standard. Nein. Pringles Baloo ist schon wieder überfahren worden von Manu. Nein, nein, nein. Doch, Heiko hat das bestätigt. Nein, nein. Okay, Philipp hat es dementiert, aber... Wo ist denn... Pringles Baloo. Brauch mal eben das. Guck mal in deine Reifen. Ach, das ist das, was am Reifen so schadet bei jeder Bewegung. Oh. So. Nein, hab ich auch nicht gemacht. Überhaupt nicht. Ich bin ganz wunderbar dran vorbeigefahren. Mhm. Ja. Das Einzige, was unter meinem Reifen klebt, ist ein Reh. Aber das... Hatte selber Schuld, ne? Ja, das war suizidgefährdend. Das ist nämlich direkt unter meinen Reifen. Hat sich drunter geschmissen, mehr oder weniger. Da konnte ich nichts dran machen. Nix. Der ist dann nicht erneut überfahren worden. Der hat so lange gebraucht, um sich vom vom Profil zu fällen. Kannst du mal 46 beenden? Ja. Siehst du? Die sind schon fast bei 800.000. Ja. Klasse. Ja, wir müssen praktisch jetzt schlafen. Hast du einen Zucker? Ja. Bringst du den gerade weg? Nein. Warum nicht? Warum? Wir können ja erst mal schlafen. Du weißt, dass es morgens 8.17 Uhr ist, ne? Was ist es? 8.17 Uhr. Ist das schlimm? Red ich Spanisch? Hab ich Blum im Mund oder was? Hola, Señorita, hola. War das im Mund? Du färbst ab. Ach was? Ja. Wieso spreche ich undeutlich oder was? Soll ich diese Frage? Ist das eine Fangfrage? Ja, da hier, Hühner. Da, Hörner. Hörner. Huhu, Hühner. Die sind so süß. Oh, guck mal, ich hab hier aufgeräumt. Siehst du das? Und du kommst und stellst den Wagen mit dich. Ich könnte heulen. Welchen Wagen? Ja, aber ich... Den hier? Oder welchen? Was da?
Achso, ja, das muss. Ja, das stimmt, das noch wegfahren. Sollen wir noch mal schlafen einmal? Ich räume jetzt diesen Kackhof auf. Glaubst du das? Diese Frau, ja. Herrlich. Hör doch mal stehen, der Hund, der hört auch nicht. Der hört einfach nicht. Ja, wenn du ihn da und überfährst, ich würde auch nicht auf dich hören. Das ist einfach so. Das ist nicht wahr. So, was möchtest du jetzt? Schlafen. Soll ich dich auch mal streicheln? Ja, kannst du ja mal versuchen. Vielleicht wedel ich dann auch mit den Schwänzchen. Wenn du anfängst, mit den Schwänzchen zu wedeln, ja, dann ist Hopf und Malz verloren. Dann ist wirklich alles vorbei. Vorbei, ei, also ich hätte die Düngestreuer gewaschen. Ja, Heiko, du, Sigi, du. Ja, du hättest, ne? Das bestimmt gemacht. Finde ich auch. Also so dreckig, ne, das geht gar nicht. sind keine Aufträge da? Nee, Aufträge nicht, aber Zucker dürfte da sein. Ja, weiß ich nicht. Dann komme ich nochmal. Zwei Paletten. Ja, cool. Sehr schön. Ja, warte. Warte mal, warte, warte. Was? Wir müssen gleich mal gucken, ob wenigstens mal jetzt ein Grashalm aus diesem Grasfeld kommt. Was ist wahrscheinlich nicht in den Erdboden gewalzt? Vielleicht muss unser Grasfeld nochmal gedüngt werden, ne? Das weiß ich. Wir haben jetzt 5. März. Ja. Sehr schön. So, jetzt bringe ich das weg. Willst du Honig oder sowas auch gleich mitnehmen? Wir haben tatsächlich eine Palette Salat. Was sagst du dazu? Ist ja ein Ding. Wir haben eine Palette Salat. Also weißt du, wie soll ich das hier eigentlich mitnehmen? Hier steht alles im Weg. Echt jetzt mal, ne? Hab ich. Da steht noch mehr. Och, was ist das denn? Also jetzt langsam. Passt da nur eins hier hin? Ja. Was ist das denn? Das ist aber Kack. Ne? Was ist mit den Erdbeeren? Die bleiben jetzt da. Soll ich die mitnehmen? Nein. Ich muss jetzt erstmal gucken, wo ich das hinbringe. Das können wir gucken mal. So. Zucker. Wo ist hier Zucker? So, was haben wir? Bäckerei? Ich weiß, Kai, ich weiß. Ich verzweifle auch schon dran. Ich war jetzt erst zum Bäcker. Ich habe auch keine Worte dafür, Kai. Wirklich nicht. Es ist. Man findet dafür keine Worte. Das ist einfach. Ich räume auch auf. Mhm. Oh, ja. Du hast ihm gerade die Vorfahrt genommen. Das macht nichts. Ich bin beladen. Ich habe immer Vorfahrt dann. Lieferung Baumwolle. Da steht verkaufte Ballen 0. Ja, weil nichts reingeht. Du sollst jetzt Baumwolle liefern an diesen Dingelskirchen. An wen? An diesen Shop da oben. An welchen Shop? An die Spinnerei. Wie viel denn? Und zwar 160.000 Liter. Haben wir nicht. Haben wir die bestimmt. Nur ist die Spinnerei voll. Da geht ja nur nicht drin. Da haben wir das gleiche Problem wie mit der Zuckerrübe. Genau, das wäre nämlich der gleiche Krempel. Genau. Das ist aber... Setze Problem. Packer ist das. Um das mal so nett auszudrücken. Auszudrücken. Ja, 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 ja. So, wir haben jetzt noch Zuckerrüben drin, 341.000 Liter mein und Gott, 198.000 Liter Zuckerrüben Schnitzel. Das ist... Oh, Vibe!
Patten. Gibt es eigentlich eine Mod, wo man mit jemandem mitfahren kann? Eine sogenannte Mitfahrmod? Willst du mitfahren? Ich würde es gerne mal mein Leben aufs Spiel setzen, ja. Um das mal so nett auszudrücken. Ja, das... Oh. Was ist denn das auch hier so eng gebaut? Das ist ja unglaublich. Du hast ein paar Links zu LS22 Mods im Discord. Oh ja, prima. Da kriegst du sowieso nichts drin. Da habe ich letztes Mal schon nicht alles reingekriegt. Also, Alter, die Faxen dicke hier. Und jetzt fahr nach links. Oh. Ja gut, das ist das andere links. Entschuldigung. Ja, dann musst du jetzt da weiterfahren. Jetzt musst du da weiterfahren. Jetzt kommt der Krankenwagen. Ich hab sie umgefahren. Freilaufende Pferde steht im Discord. Alles klar. Oh. Lasse. Ich kann das jetzt nur nicht aufrufen, weil Discord seht ihr jetzt gerade Manus Bild. Was mein Discord gerade macht, ist Manus Bild. Deswegen kann ich das jetzt nicht aufrufen. Tatsächlich. So, ich gehe mal kurz zu unserem Grasfeld und schau mal nach dem linken. Ja. Boah, hinten, da, wenn das so vollgeladen ist, dann stinkst das. Ja, du musst ja auch nicht rasen wie so ein Michael Schumacher. Ich fahr doch nur 44. Wie wir? Oh. Ich fahr doch nur 44 km/h. Ja, ja. Mhm. Also unser Gras ist im Wachstum und ist gedüngt 100%. Oh. Kommt dann mal ein Grashalm raus? Nein, nicht nach 4 Tagen. Wir sind immer noch im gleichen Monat. Was erwartest du? Dann müssen wir mal schlafen. Ich warte nur auf dich. Ich höre da so eine Spur Verzweiflung. Nein. Aber nur ein bisschen. Ganz klein bisschen. So. 4 Kameras reichen auch, genau. Für sie reichen auch 2. Ohne Unfälle, obwohl dann macht sie die trotzdem. Da, guck mal, wie das geht. Zack, zack, zack. Und rams und pass auf. Und wie viel? 15.800. Das ist jetzt auch nicht gerade der Knaller. Hab ich gut geraten, ne? Ja. So. Okay. Dann komme ich jetzt zurück. Und dann. Oh, ich sehe nichts. Man sieht's. Wieso? Warum fährst du über die Rabatten? Was ist denn Rabatten wieder jetzt? Rabatten? Wer kennt das Wort Rabatten? Was ist das denn? Ich kenne Rabatt, ne? Philipp muss das kennen. Philipp, du kennst Rabatten. Ja, siehste, Deichbutsche kennt's auch. Heiko kennt's auch. Ja, was ist Josie das? Josi kennt das. Oh. Ja, siehste, da. Blumenrabatten, genau. Danke, Oma Lissi. Danke, danke. Manu! Manu hat gelesen. Was? Bitte. Ah, Blumenbeete. Ja, Blumenbeete kenne ich. Rabatten nicht. Wo sagt man das? Sagt man das? Was schwenkt? Das sind die randbebauten Blumenbeete, genau. Die haben über die Rabatten. Sagt man das überall? Ja, aber guck mal. Deichbutcher, Heiko, Josie, Philipp, Oma Lizzy, Andreas, Ron. Sind das alle? Ich kenne das nicht. Grit. Da steht Ron hat wie, das sind Rabattaktionen. Das sagt man überall. Okay, in Düsseldorf nicht. Was sagt es überall außer in Düsseldorf? Eben Entschuldigung, aus. Natürlich. Wie konnte ich das vergessen? Ja, Friedhelm! Nein, Friedhelm! 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 Siehst du? Glavisina kennt auch Blumenrabatten. So, Friedhelm! Jetzt! Du hast nur was von Rabatt gesagt. Ohne Blume. Guck mal, wie der eiert hier. Ich hab nicht von Rabatt, sondern Rabatten. Aber überall fährt man auch ganz anders. Ja.
Ja, da konnte ich jetzt, da konnte ich kommen, das war jetzt mein Internet. Das glaubt man so keiner. Aber das war wirklich mein Internet. Nein, ich sehe jetzt gerade keinen Schmiss bei deinem Internet. Tja, so ein Pech, dass ich das überprüfen kann, ne? Wir werden heute im Separé werden wir weilen. Es vergeht kein Stream, wo ich da nicht rein muss. Das war das Internet. Ich lade euch mal zu mir ein, dann gibt es erstmal Lehrgang auf dem Hof. Mein Trecker reparieren muss ich? Ach du, ja, der ist ja, der hat. So, ich bin da. Können wir schlafen? Das es geht anders. T-Rex haben kurze Arme. Gartenlehrstunde. Gartenlehrstunde. Manufa, wo bist du? Lebst du auf dem Mond? Ja, ich glaube auch Nein, in langsam. Düsseldorf. So langsam glaube ich das auch, dass sie auf dem Mond lebt. Ja, also Rabatten habe ich jetzt noch nicht gehört. So, wir haben jetzt April. Oh, guck mal, wie schön das aussieht hier. Ja, ich. Und wir haben Gewitter. Ja. Ich guck mal, ob da ein Grashalm wächst. Ich weiß nicht mal, wohin du es gewalzt hast. Zum Oh, es sind Erdkern. Grashalme da, tatsächlich. Aber sie befinden sich immer noch im Wachstum. Ja, super. Es dauert ja ewig. Die befinden sich immer noch im Wachstum. Warum dauert das so lange? Also ich habe aber auch wirklich Internetprobleme. Jetzt eben gerade hast du tatsächlich welche gehabt, das sehe ich. Aber du stehst ja gerade, also von daher. Ich meine das generell. So, dann gucken wir mal nach Aufträgen. Oho! Aufträge. Ach du, was? Nee. Müssen sie alle machen? Nee. Guck mal, Unkraut bekämpfen. Unkraut Mit bekämpfen. einem Striegel. Oh Gott. Was ist das denn hier? Ja, du kannst ja aussuchen. Entweder du düngst alles oder du striegelst alles. Boah. Ich kann nicht düngen, das sehe ich doch nicht. Aber ich will einen ordentlichen Düngestreuer haben, wenn dann. Weil das geht gar Also nicht. ich verstehe das nicht. Was ist das denn hier mit diesem immer nur entweder diese Also warum ist jetzt da nur noch diese Güllefässer da? Nein, nein, das guck, es sind nicht nur Güllefässer, es sind auch andere. Welches ist jetzt der, wo der die größte Breite hat? Ich will den mit der größten Breite haben, wenn ich das mache. Ich weiß nicht. Manu, das mit dem Internet ist normal. In Düsseldorf werden die Datenpakete noch mit der Post geschickt. Und auf die ist auch kein Verlass, das ist Hermes. Liefere. Willst du striegeln oder willst du düngen? Ich kann das doch nicht. Aber striegeln Weil kannst du. jetzt ist das Getreide oder was gedönst dann schon hoch und dann muss ich rein nach Gefühl fahren. Und das ist ja nicht so. Ja, aber wir haben April. Wir können jetzt nicht bis Juni durchpennen. Das ist Schwatz. Das ist Schwachsinn, Manu. Nee, ein paar Aufträge, aber alle können wir ja nicht machen. Guck dir das mal an, wie viele das sind. Und dann, also es ist ja krass. Die Frage ist jetzt, welchen von den Weil du Düngestreuern darfst. ist der, der am breitesten Weil, guck streut? mal hier, wenn du jetzt hier siehst, ne, wir sehen, nehmen jetzt mal hier Feld 24, 2000. Wenn du den Dünger kaufst, der Dünger kostet 3000 oder sowas, ne? Ja, wenn du Mineraldünger nimmst, nicht. Deswegen will ich ja den mit dem größten Streuweite. Ja, gut, der Mineraldünger, der kostet. Mineraldünger kostet ein so eine Palette Wie viel 1920. Liter?
1000. 1000. Guck mal, wenn ich jetzt Flüssigdinger nehme, habe ich 2000 Liter oder ist das, was ist das? Warte. Wie? Wenn ich Flüssigdünger nehme, habe ich 2000 2000 Liter Liter. für 3,2. Das ist teurer. Ja, aber das ist generell, ist das irgendwie. Warte, ich habe schon wieder vergessen, wie das. Warte mal, ich muss das mal gucken. Wie war das nochmal? Amazonestreuer, okay. Ich habe vergessen, welche Taste muss man drücken für D? Ja. Materialkosten minus 2408. Was verdienen wir jetzt daran? Bitte 190 Euro? Ne, in der Minute. Sechshundert. Wo steht denn jetzt, was wir daran verdienen? Bin ich jetzt. Siehst du das? Du siehst das doch, ne? Also ich bin jetzt, auf welchem Feld bist du denn jetzt? Ich weiß nicht, 15. 15. Ah, so, das, was hinten steht, ist der Verdienst. Also 5.800 würden wir verdienen von den 8.000. Ja. Ja, aber Feld 26 zum Beispiel würden wir 15.000 mitnehmen. Was hat der für einen Streuer? Den würde ich nehmen wollen. Material 2408. Also kann das schon mal nicht. Achso, ja, doch, kann schon. Links, ja. Ja. Ja, aber wir würden ja, wenn wir Wasser drinne behalten, das nehmen wir ja gleich mit ins nächste Feld. Theoretisch.